Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Und damit ein herzliches Willkommen bei LPLS on Tour in den Hauptrollen. Der Flexi! Folge 4! Ah. Hallo und herzlich willkommen zu LPLS on Tour. Der Hardstyler. Du bist ein Vogel, ja. Und ich. Sieht man mich? Der Banane. Unsere Mission lautet jetzt erstmal die endlosen Asphaltwellen hinter uns bringen und was zum Futtern beschaffen. Jawohl, Mission Essen. Wenn der Herr vor uns dann endlich mal Gas geben würde, würde uns der Magen auch nicht auf den Boden schleifen. Und deswegen werdet ihr gleich sehen, wie wir beim Burger King versuchen, unsere McDonald's-Gutscheine loszuwerden. Die funktioniert nicht! Das für eine Scheiße für 3 Euro! Kacke da, ey! Hammer! So, die Herren, Sport 1 hier im Exklusivinterview. Ja, die Mission Essen ist gerade mitten im Gange. Wir suchen uns gerade zu essen aus. Wir sind gerade Burger King. Voll. Und ja, mal schauen. Also ich habe hier so ein bisschen den Gefallen gefunden, hier an dem, was hinter dir steht, so ein Happy Meal. Ja, das bringen wir dann, das bringen wir Banane mit Eisbei. Eisbei. Ein Pinguin. Dann weiß er auch mal, was Pinguine sind. Der Pinguin war... Hey, der Pinguin war der Mörder. Ihr kennt ja nur Bananenbrötchen. Und, was nimmst du? Ah, was zuerst? Das ist eine fundierte Entscheidung. Und ich? Ich fresse ihn das Essen weg. Das ist... Was ist denn? Er muss sich voll wegschmeißen. Frikadella schlimm. Das stimmt nicht, das ist nicht sein Tablett. Der hat viel mehr drauf gehabt, hat schon alles weggegessen. Ich kann nicht mal behaupten, dass das eine Lüge wäre. Jawohl.
Genau, bis zur Mission ist am Ende, ne? Würde ich sagen, Daumen hoch. Es gab auch 100. Wir haben reingehauen, er hat da noch was. Ja, wir sind fertig. Sag mal. Jüngchen, hast du keinen Hunger? Wir wollen ja niemanden hetzen. Ne? Isst doch. Was hat denn der Junge? Was schreit der so? Essen fürs Auge gab's ja auch, wie gesagt. Ich bin fertig. Ich habe aber noch Hunger. Ja, vor allem, das sieht jetzt nur so mager aus. Das stimmt überhaupt nicht. Normalerweise ist das eigentlich sein Tablett. Der hat jetzt nur geschummelt. Der hat sein Papier schon weggebracht. In Wirklichkeit hatte ich alle drei Tabletts. Genau. Die tun jetzt nur so, als wäre es. Wir essen die Reste jetzt gerade von. Genau. Ja. Leider. Das, was mir in den Mundwinkeln hängen geblieben ist. Ja, genau. Ich bin Zahnstocher. Hier ist Banane, ist zweiter Milchshake. Ja, hier ist seine angefangene Cola. Da ist meine angefangene Cola. Hier sind seine ersten Pommes, die haben wir noch übrig gelassen. Oh Mann, ey. So. Falls euch fragt, warum ich die Mütze auf. Und da ist die nette Dame, die uns bedient hat. Ich will mal gucken, wie. Ja, die Mütze habe ich auch, weil ich mir keine Haare gemacht habe heute. Da habe ich keinen Bock gehabt. Muss auch mal sagen. Das ist ja nicht ein Schönheitswettbewerb hier, ne? Ja klar, der Haarsteller, der war extra noch beim Friseur, ja, wie man vielleicht sieht. Die Geheimratsecken schön abgedeckt. Das ist quasi jetzt auch quasi die Vorbereitung, die Vorbereitungstage, zwei Tage vor Geburtstagsfete, weil ich feiere ja am Samstag, deswegen gibt es auch kein Let's Play Live Show. Ich weiß ja nicht, wann ich das Video zusammenschneide. Das wird wahrscheinlich hier in der nächsten Woche passieren. Wir haben heute Donnerstag, wie gesagt, den heißesten Vierten, also mein Geburtstag heute, sind bei Mickey. Wir gehen gleich in die Kinderecke und bauen gleich ein Klötzchen. Und wie gesagt, wir haben jetzt Hartzell abgeholt und fahren dann jetzt gleich zu mir und dann machen wir erstmal einen schönen, gemütlichen Geburtstag. Genau, das sind doch mal gute Pläne. Jawohl. Und ich denke, wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht. Auf jeden Fall. Bis später. Tschüss. Ja, da sieht man Banane noch die Reste essen. Das ist voll fies. Das ist übrigens der Burger von Hardstyler. Die Reste, die hat er sich gerade reingeschnitten. Ein Stück noch. Jawohl. Da sind wir jetzt auf dem Rückweg vom McDonald's, Burger King meine ich. Oder wie auch immer, egal, alle anderen möglichen. Ist ja dasselbe, Fressalien oder Ende. Mission so. Essen abgeschlossen. Flexi hat sich schon mal die passende Montur ausgesucht. Hallo, ich bin ein Einhorn und ich hab Möpse. So, das sieht man jetzt nicht so. Hallo! So. Und hier haben wir das Zweihorn. Das seltene. Jawohl! Ich weiß nicht, ob man das. Fuck you, baby! Das sieht man gar nicht so gut. Ich muss mich mal umdrehen. Das Einhorn, das sehr selten anzutreffen ist in freier Wildbahn. Das ist aber auch Titten, ne, Alter! Boah! Ich hab Zweihorn! Jawohl! Ach so, das Zweihorn, genau. Du hast aber Titten. Oh, ja. Hey, mal im Bildschirm siehst du dich. So, dann brauchst du nicht sagen, du filmen. Jetzt seht ihr auch was. Ich hab, oder wie wir in Bayern sagen, ordentlich Holz vor da hinten. Was willst du haben? Das hier? Sieh mal. Bitte, Sir. Da. Sieht man nicht? Jawohl, fuck you, baby. Ja, wir sind jetzt auch auf dem Weg zu mir wieder. Wir haben noch ca. 82 Kilometer noch auf dem Tacho. Und dann sind wir zu Hause. Ja, dann wird ein bisschen vorgeglüht. Heute ist ja noch mein Geburtstag. Und da fahren wir noch ein bisschen. Und dann geht es dann Samstag richtig zur Sache. Wir sehen uns später. Auf Wiedersehen. Unsere Pläne. Ja. Ich sollte vielleicht mal den Hut abnehmen, dann hört man mich besser. Unsere Pläne haben eine kleine Planänderung genommen. Ja. Der Hardstyler muss nämlich mal für kleine Mädchen. Genau. Und kann da mit den harten Truckfahrern anwandeln. Mit den Truckern. Mit dem Kalla. Der Kalla. Hier ist ja euer Kalla. Bis gleich. Aua, au, au, au. Mein Horn. Tschüssi. Mal ja, jetzt stehen wir hier. Mal gucken, ob die Hose danach noch so blau ist. Jawohl. Ja, wir stehen jetzt hier gerade 62 Kilometer vor der Ausfahrt. Und 73 Kilometer sind es noch insgesamt, also auch nicht mehr so lange. Und
Ja, jetzt kleiner Boxenstopp für Hardstyler. Muss mal. Ich guck mal, dass ich gleich mal eben so einen Schubker mal frage, weil die sind nämlich eh am Pennen in ihrer Kabine, ob ich da mal was anbandle. Jetzt geht du in VT. Ist der jetzt bei Frauen reingegangen? Hab ich das richtig gesehen? Zutrauen würde ich sie ja. Gucken wir mal, wo er rauskommt. Jawohl. Und man muss sagen, die Landschaft hier ist wirklich bezaubernd, ja, mit diesem Sonnenuntergang, den wir hier vor der Kulisse einer offenen öffentlichen Toilette wunderschön miterleben dürfen. Wunderschön. Wunderschön. Übrigens haben wir unsere Kotzbecher dabei. Das ist nicht schön, das ist wunderschön. Genau. Die sind variabel einsetzbar, diese Teile. Mal als Schnabel. Hallo, ich bin's. Euer Kalla. Heute wird wieder gebührt. 150 Glocken. Komm hier, guck. Hallo. Jawohl. Und Feuer. Voll Späßchen, ey. Nee. Ich hab heute Geburtstag. Ich hab heute Geburtstag. Ich. Ja. Na, jawohl. Er muss es in die Welt hinaus. Ja, muss ich ja, ne. Einer muss es ja tun. Wenn die beiden anderen das nicht machen, dann muss ich das machen, ne. Wird nichts geraucht hier. Ich hab heute Geburtstag, deswegen, ne Bütchen. Ja, muss auch mal sein. Ja, ein paar Freunde abgeholt. Ja, komm mal aus Bottrop. Ja, lebe aber in Gelsenkirchen. Nein, Spaß. Ach Gott. Bekannte habe ich in Gelsenkirchen. Ja, okay. Ja. Ja, schöne Fahrt noch, ne? Ciao! Was man nicht alles für nette Leute trifft. Ja, ist mein bester Freund beim Let's Playen. Mit denen nehme ich nächstes Mal auf. Halt mal! Ja, anscheinend kann Banane nicht mehr, der muss sich voll wegschmeißen gerade. Der ist gerade voll am Abfeuern. Und der Hardstyler hat sie irgendwie verpasst. Das müssen wir gleich. Und wir müssen gleich erstmal Bericht erstatten. Wir sehen uns später wieder. Bis gleich. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Lafer Lichter Lecker. Jawohl! Heute im ZDF Sonnenstudio. Wir grillen hier ein bisschen. Ne, Schmann, da ist er. Hallo! Fettes Grinsen im Kopf. Ja, das ist für die Live-Show und Tour, Geburtstagsparty. So, wen haben wir denn da alles? Als Special Guest. Herr Bier. Herr Bier ist auch da. Dann der Olle. Dann die Olle. Hallo. Und die Ollen. Dann die Ollen. Die neuen Ollen. So. Das habe ich gesehen, kann man mal. Wir sind hier im beschaulichen Bettrap. Schön, dass du noch auf Stufe stehst. Ja, oder? Bettrap mit Bäumen. Ja, lecker. Ja, jetzt gehen wir noch schön. Lecker Futter. Muss ja weit auf die Hüfte kommen, ey. Müssen wir trinken. Deswegen gab es am Wochenende auch kein LPLS. Hallo, warum zoomst du ran? Ich sehe das! Ich sehe das! Dann wiege ich immer dicker. Hallo? Lecker Esserleck hier. Lecker Esserleck. Ich kriege schon gar nichts mehr raus. Ja, wegen dem Pickel-Film, den du so gesehen hast. Was? Wo? Moment, liege ich mir eben eine halbe Stunde am Grill. Da. Dann ist der weg. So. Wir werden dann bald essen und danach geht die Party erstmal richtig ab. Jawohl. Und ich würde sagen, bis dann, oder? Hast du noch was zu sagen, Flexi? Nö, bis später, wir sehen uns. Zwei Ciao. Stunden. Merkt euch die das Gesichter. Ist übrigens meine Portion, merkt ich weiß nicht, was... Jetzt sind sie doch nüchtern. Das ist meine Portion, ich weiß nicht, was die anderen essen. Ja, genau. Bis dann. Ciao. So, Flexi sagt, er braucht noch ein Bier, ja. Das ist seine Portion. Ja, die anderen. Und wir machen uns mal nützlich. Weil er sagen, dass das wahrscheinlich deine Portion ist. Wir stellen jetzt nämlich mal den Schnappes in den Kühlschrank. Oh, den Kühlschrank. Und dann grillen wir die Sülzen aus dem Kühlschrank. Ja, Sülzen. Die Sülzen. Aioli. Aioli. Jetzt mach das ja selber. Ja, weil du ja nicht in der Lage bist dazu. Und das ist unser Abendgesöff mit Waldmeister. Ne, was sagen Sie dazu, Herr
Herr Flex. Hallo. Herr GER. Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall Mangiare jetzt erstmal, ne? Schön lecker essen. Schön Aioli. Mmh. Brauchst du einen Löffel? Ja, klar. Hol mal einen Löffel. Löffel. Das ist der Schublade. Jetzt greife ich die Messer, weil ich es nicht sehe. Bitte so. Ja. Da kommt der Nächste her und versucht, sich nützlich zu machen. Nee, der setzt sich nur hin und hier sind. Der setzt sich hin, okay, gut. Ah, geht auch. Ey, Sascha, wo sind die Salate? Hab ich nicht. Ja, Ben, Hunger. Gibt keine Salate! Gibt keine Salate! Salat gibt nicht. So, und wir hören uns nach dem Essen oder beim Essen. Wir werden es sehen. Sag tschüss. Tschüss. Hier sehen wir das wilde Fleckchen in seiner natürlichen Umgebung bei der Nahrungsaufnahme. Mal über den Teller, wo schon drei Würstchen weg sind. Das hat er gejagt und dann gegrillt. Ja. Jetzt ist er fröhlich am Essen. Okay. Und danach geht's ab zum Pöppen. Ja. Was? Verstehe ich nicht. Guten Hunger, der Herr. Danke. Herr Hardstyler. Bisschen armselig. Nimmst du mal mehr? Quatsch. Weißt du, wir füllen die ganze Zeit die anderen Teller, ne? Ja. Aber sei mich einmal, ja. Meines. Jetzt, wo nur noch zwei Stücke drauf sind. Da waren mal fünf nee, drauf. Ja. Und satt? Nö, kenne ich nicht. Was ist das? Ja. Oh, das ist bestimmt Alex. So, jetzt steht das wilde Fleckchen 11 und begrüßt den neuen Gast. Bin ich da? Hallo Gizmo! 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 Ja! So, und weiter geht es. Wie es weiter geht, sehen wir dann. Ja, mach ich gleich. Hallo! So, und da sind wir die drei Affen von der Tanke. Ey, aber wir können zumindest gewinnen, ne? Was könnt ihr gewinnen? Einen jährlichen Wet-T-Shirt-Contest. Ja, Banane ist hier. Ja, das auch! Übrigens, das Foto kommt auch im Video drin vorne, wo Banane ausgerutscht ist im Stuhl. Jo, man sieht's nicht, aber so einen Stuhl habe ich heute schon kaputt zerstört, gemacht. Zerstört, ja. Jo, ich bin jetzt, ich heiße nicht mehr Herr Bananenbrot. Sitzmöbelzerstörer. Ich bin jetzt der Sitzmöbelzerstörer, ganz genau. Er hat endlich sein Bier wieder gefunden, wie man sieht. Ja, nach zwei Stunden suchen. Trinken kann er auch nicht, vernünftig. Ja. Ja. Sie hat überall Flecken, das ja, war mein danke. Schnaps. Das war mein So, dann übergebe ich mal die Kamera. Genau, damit er auch mal ins Bild kommt. Der Sitzmöbelzerstörer und der Trinker ja. Und der nicht mögliche Biertrinker. Ja, jetzt konzentriert er sich. Schaut euch das an. Schön abstellen. Schön abstellen. Dass die Nase raus ist. Jawohl. Das wäre geil. Schön abstellen. Jawohl. Alleine Sauf macht dick. Aber er spritzt dir nicht die anderen voll, ne? Hallo! 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 Das mache ich am Montag. Da treffe ich wieder meine Leute. Ja, so sieht es bei uns aus. Ne? Und da ist der Assi Alex. Kein Assi Deluxe. Jawohl. Genau. Ach, übrigens, ich habe einen Liedwunsch. Ja. Drei Schüsse in die Luft. Ich habe auch einen Liedwunsch. Ja. Bayern Stern des Südens. Stern des Sterns. Gibt's über den, bei uns, gibt's bei uns. Wolf, oder wie heißt das Lied? Über den Wolf. Ja. Wie heißt der? Stern über, über den Wolf. Gibt's auch. Ja, wir schauen noch ein bisschen Banane zu jetzt gleich. Ich habe mich wieder voll gesaut. Ja. Das ist das dritte T-Shirt, das ich habe. Wo ist der Fleck? Da ist der Fleck, ich zoome mal ran. Warte. Mach mal Edding raus. Okay. Ich schaff mich mit dem Schwein hier. Was nicht in Japan so einen dicken Mann im Bauch kraulen, das bringt Glück. Big Bruder? Ja, oh. Da muss er auch normalerweise mit mir kraulen, damit der Bier nicht verschüttet ist. Ne? Ja, wir haben noch ein bisschen Späßchen. Dann sagen wir mal später. Ne? Das sind deine Getränke. Meine? Ey, was da abgeht, so geil. Alles meins. Ja. Weil der hinter der Kamera, der kann ja nicht trinken. Nö, ich kann nicht trinken. Jo. Ja. Wir haben noch Spaß, Junge. Er schämt sich. Er hat sich den ganzen Schnapp aus den Saar gekippt. Was fummelst du da wieder rum? Meine Bänder zurechtgezupft. Meine Bänder zurechtgezupft. Wie du beachtest meine Brille.
verstehe ich nicht. Er trinkt Cola, genau, wie jeder andere Mensch auch. Was ich hier habe, das ist in Wirklichkeit Wasser in der braunen Flasche. Ja, was du da hast, ist Wasser in Wichsbücher. Sag aus. Alexander ist bestimmt noch mal reingeschossen, der hat getroffen ausnahmsweise mal. Der hat natürlich wieder seine eigene Meinung. Na? Bist du noch mal die ganze Zeit filmen, du kannst auch mal chillen. Ich kann mittlerweile, habe ich gelernt, zu trinken. Wir müssen authentisch mal, wir müssen noch ein bisschen Bier über dem Hemd hauen vorher. Lecker. So. Lecker, Pfanne, genau. Willst du noch was sagen zum Abschluss? Was soll ich sagen? Nee, wir feiern noch schön und wir sehen uns später. Nee, du brauchst gar nicht ran. Ja, bitte, zu mir Gesicht, zack, 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 Junge. Was wir hier sehen, sind die Nackenhaare des besten Streamers aller Zeiten, den die Menschheit je gesehen hat. Dreh dich um, mein Herr! Boah, Flexi! Und der Herr, der ist 30 geworden. Zum Wohle! Und ich bin der Banane! So, was haben wir da? Besoffenen Alex 2K. Da ist ein besoffener Flexi, wie er leibt und lebt.